Da bin ich auch wieder. Ja, das Video von eben gerade rendert jetzt noch nebenbei. Und speichern fehlgeschlagen. Verbindung zum Spielserver nicht mehr. Okay, ich würde sagen, nehmen wir mal den nächsten Wagen. Und zwar. Er ist da. ETA. Nein, machen wir später. Genau. Ich hatte einen Tropos Rally hatten wir mal, ne? Nehmen wir jetzt mal den da. Der ist bestimmt voll toll und so. Ja. Das ist dieser kleine. Süß. Man erkennt halt wirklich 72. Okay. Man erkennt halt richtig krass die Ähnlichkeit zum Fiat 500, auf jeden Fall. Was mich krass erinnern, also cool finden würde, wenn man den auch in Stock zurückbauen könnte. Okay. Ich merke gerade, dass wenn ich nebenbei es noch rendern lasse und aufnehme, bei GTA wird nichts. Ich hab's gerade noch in. Also sorry, wenn es eben gerade gelaggt hat in der Aufnahme. Ich habe das gerade so nebenbei gesehen in der Vorschau. Das laggt und laggt und laggt und ruckelt. Dass ich dann doch lieber warte, das dann gleich rendere. Beziehungsweise jetzt erstmal noch die hier aufnehme. Wenn ich die hier dann aufgenommen habe, dann kann ich das rendern lassen. Boah, der kommt aber jetzt schon mit dem Arsch. Und die sind echt alle nicht langsam. Innenraum. Sieht aus nach so einem Standard-Innenraum. Hat denn der da auf dem Dach? Ist das ein Donut? Hat der einen Donut auf dem Dach? Grotti Brios RA. Panzerung. Bremsen. Oh, wir haben sogar Stoßstangen. Nicht nur eine. Die sind ja alle so extrem. Der sieht halt so. So. Ich wollte gerade sagen, er sieht kompakt aus. Es könnte sogar hinkommen, dass er kompakt aussieht. Ja, nehmen wir Rennen, Driftstoßstange, Straßenschweller. Na ja, los, nehmen wir Driftstoßstange. Carbon Diffuser. Bei diesem Ding da. Aber es ist gerade irgendwie das meiste echt runter. Okay. Extreme Lufthutze. Ja, aber Preise auch. Abseits von Gut und Böse. 8000 für so eine. Jetzt können wir mal gucken. Nein. Ja, lassen wir das Design drauf. Ich ändere auch wieder nichts an der Farbe. Dach. Doppeldach-Lufthutze. Lange Carbon-Lufthutze. Carbon-Dach-Lufthutze. Serienmäßiges Dach. Los. Menschen, Menschen. Niedriger mit. Ach du heilige Scheiße. Ich dachte, man könnte den kleiner machen. Oder man könnte ihn abmachen. Nein, man könnte einen niedrigen Spoiler. Niedrig. Merkt man. Oder einen mittleren Spoiler. Natürlich tiefer legen, nur. Ding lief ja nicht tief genug. Turbo. Aber die Beschleunigung ist richtig gut. Was müssen denn jetzt hier für Felgen drauf? Nee, immer wieder Tuner-Felgen, würde ich sagen. Im Sicherungsmäßigen sind mehrsprachige. Weißt du, brauchen welche mit mehreren Speichen.
sehen gar nicht mehr so scheiße aus. Ich glaube. Okay, die Woche mit dem patriotischen Reifenqualm ist weg. Brauner Reifenqualm, rot, rosa. Wow. Diese Werte sind wirklich wow. Sind sie echt? Du heilige Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass der den Panto zieht. Hört ihr euch mal diesen Sound an? Ich würde sagen, zählt sogar zur Klasse den Kompaktwagen. Ich mache jetzt, glaube ich, einfach jede Folge ein Wagen plus eins dieser neuen Rennen. Weil jetzt nur dieser eine Wagen 5 Minuten, das ist ja keine wirkliche Folge. Ist nur Motorräder, ey, das ist doch doof. Ich möchte einen Stunt mit diesem Wagen machen. Wow, er stellt meinen Wagen da unten hin. Scheiße, Mann. Das war meine Tür. Gucken wir halt mal da unten den bei Bennys an. Boah, der ist echt nicht langsam. Ich glaube, das werden demnächst extrem witzige Folgen. Das ist hier so ein kleiner Sportflitzer, der macht hier, Stunt die 2D in Vinewoods. Oder so. Auch Motorräder? Okay. Ich lasse das jetzt. Weil, Mann. Ich gucke jetzt einfach so über die Karte. Es ist halt irgendwie alles dasselbe. Also, wie es aussieht, ist das nächste, was wir machen müssen, muss halt einfach Motorrad sein. Denn das ist gerade irgendwie halt alles dasselbe. Naja. Dann halt nicht. Können trotzdem Offroad fahren. Hui. Oh, fuck. Nein. Warte mal. Größenverhältnis. Süß. Der drückt aufs Gas und er zieht. Hier, das kann er auch alles ab. Sag ich doch, das kann der alles ab. Er säuft zwar halt im Wasser, aber der kann das ab. Dom, Stuntrennen, neu, 1 bis 16 Spieler, 2 Stunt, die 2D in Vinewood. Die 2D, das hört sich irgendwie für mich komisch an. Alter, der kippt! Das ist so ein Rallye-Mozza, kann er auch springen. Kann er wirklich? Jetzt mal gucken, was er da draus macht. Läuft sogar alles. Und mal an Wand. Ich habe gerade Bremsspuren an der Wand gezogen. Kann man machen?
Sollte man nicht tun. Aber okay. Ja, ich fahre jetzt wieder zurück, noch schnell zum Tower. Denke ich mal, lass dann erstmal das erste Video rendern, lade es dann schon mal hoch. Und während es dann hochlädt, ja, tune ich dann schon mal das nächste Auto. Beziehungsweise wahrscheinlich wird das nächste Motorrad, da können wir nämlich dieses nächste Stunt drin machen. Das würde cool sein. Ich habe mich verfahren, ich weiß nicht, wo es zu meinem Büro geht. Au. Boah, er sieht aber halt schon, wenn er nicht kaputt ist, cool aus. Es ist wirklich so ein kleiner. Cool. Sonst, ich glaube auch so, dieser eine andere Monsterstand da unten am Flughafen könnte extrem witzig damit sein. So, der könnte wirklich witzig damit sein. Naja, gut, ich würde ja sagen, das war's dann auch wieder für diese Folge. Ich habe keine Haftbomben. Dann müssen wir kurz Haftbomben kaufen. Kanister. Es gibt wirklich Kanistermunition. Okay, er kann halt auch einfach den Kanister wegschmeißen, wenn er nicht mehr haben möchte. Gute Nacht.